Hat er sowas mal gemacht von CEO? Hat er auch? Lol. Hat er auch mal gemacht? Das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Haben wir das schon mal geguckt? Haben wir noch nicht geguckt. Lol, what the fuck? Okay. CEO, mach ein How to be Revenant-Sign. Was? Nein! Doch bitte! Komm, ja, Mann! Nein! Verpisst euch! Ich bin auch nicht bescheuert! How to be Rebi! Ja, diese Autisten-Community von mir wieder, irgendwelche Leute. Das ist schon 2 Jahre alt, Alter. Zwingen dazu. Ah! Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Rebi, Mann! Ihr wollt How to be Rebi, okay? Dann bückt euch jetzt! Dann bekommt ihr jetzt von mir, Rebi! Oder ich mach's doch. Digga, das ist ja auch gar nicht mehr aktuell, oder? Also ich entschuldige mich mal bei allen, die zum allerersten Mal ein Video von mir anschauen. Der Humor kann sehr verstörend sein. So viele Leute haben mir auch mal gesagt, dass ich aussehe wie CEO, Alter. Finde ich überhaupt nicht, Digga. Ich finde, CEO sieht ganz anders aus als ich. No front. CEO sieht manchmal aus wie ein 10-Jähriger und ein 30-Jähriger gleichzeitig. Also eigentlich so wie ich, what the fuck. Beim ersten Mal, aber man gewöhnt sich dran, keine Sorge. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Ja, ihr habt... Der sieht aus wie Herr Bergmann, oder? Mir ziemlich oft vorgeschlagen, mit oft meine ich wirklich, wirklich oft, dass ich ein How-to-be-Revenant-Sign machen soll. Daher... Jetzt sind die Kommentare auch 5 Monate alt, Bro. Gehe ich natürlich ohne zu meckern euren Wünschen nach, Leute. Also, wow! Also, du willst also wissen, wie man zu Rebi wird? Kein Problem, das erkläre ich nun in 5 Schritten und... Los geht's! Schritt 1 sind die Ausraster! Irgendwie war das Erste, woran ich denken musste, wenn es um Rebi geht. Gerade die Castle Rush-Videos mit Simon damals waren ja wirklich voll gepackt mit Ausrastern. Das glaubt ihr gar nicht. Hallo. Digga, dieses scheiße Format, Alter. Fucking Castle Rush. Scheiße, fucking Fick Castle Rush. Kein Bock mehr hast, dann fick dich doch! Ja, jetzt mach und fang an, Alter. Mach mir die scheiß Tür hier. Da mussten wir nichts rauspiepsen. Das war geil. Man konnte einfach alles hochladen auf YouTube. Auf, du Arschkotze. Nee, ich mach dir gar nichts mehr auf. Ja, dann kommst du nicht weiter. Du bist gerade vorgelaufen und nimmst dir die scheiß Splitter. Das gibt's nicht, Alter. Wie dumm du bist. Hui, sehr erwachsen. Obwohl das sogar noch eher ein ruhiger Ausraster war. Meistens verfällt er sogar eher in eine totale Raserei. Los, drücke, wenn ich drücken sage, du... Oh, will jemand eine Banane? Ich finde neben gemütlichen Let's Plays wie die von Gronkh oder von Zombies sind so Ausraster-Gameplays das Geilste, was Gaming zu bieten hat. Nein, Dankeschön. Das ist ruhig Schadenfreude, aber man muss irgendwann einfach mitlachen, wenn sich dauernd so aufgeregt wird. Ah. Was war denn... Ah. Ah. Obwohl es teilweise bei Castle Rush manchmal schon sehr vulgär wurde. Aber hast du den ersten Schritt verstanden? Gut, dann machen wir weiter. Denn Schritt 2 ist die Lache. Ja. Das war gleich mein zweiter Gedanke, was bei Rebi kam. Denn wenn jemand eine sehr, sehr einzigartige... Ich hasse es ja, mich früher zu sehen, Alter. Ich kann heute ein Bild von mir machen, guck das morgen an und denk mir, boah, warst du gestern hässlich. Dicke und unverkennbare Lache hat dann Rebi. Aber hört doch einfach selbst. Das habe ich mir abgewöhnt. Die habe ich mir komplett abgelöhnt, diese Lache. Die habe ich mir komplett abgewöhnt. Die passiert gar nicht mehr. Die ist weg. Wann habe ich das letzte Mal so gelacht? Vor 10 Jahren vielleicht. Es war damals, als ich eine rostige Lunge hatte. Also ich meine, es ist gar nicht gemein. Ich finde es sogar irgendwie sympathisch, wenn jemand eine ganz eigene Lache hat. Ich muss es unbedingt klarstellen, weil ich habe schon einmal so einen kleinen Joke gemacht über Crispy Robs Schweinslache. Und haben auch manche gedacht so, hey, hast du was gegen Crispy Rob oder was? Juhu, Tag, endlich wieder mal die Sau rauslassen. Ja, Mann. Ja, Bro, also, weiß ich nicht. Also, ah, Digga. Nein! Humormäßig jetzt nicht ganz mein Grind. Läuft mein Abendessen! Aber nee, ich mach nur manchmal so ein bisschen freche Witze, wirklich beleidigen will ich keinen. Okay. So, da wir nun die ganzen Eigenheiten von Rebi erforscht haben, geht es nun um die kleinen Filmchen auf YouTube. Daher ist Schritt 3 die Gaming-Videos. Und was lädt er zurzeit hoch? Schauen wir doch mal rein. Fortnite. Ach du Schande. Ja, tatsächlich sind die letzten Videos beinahe alle nur Fortnite-Videos. Mein erster Gedanke war erstmal nur so, wird das nicht irgendwann langweilig? Doch, die Antwort ist, nee, überhaupt nicht. Kennt ihr zum Beispiel das Spiel Simon Says? Das spielt man ja in der Regel so im Englischunterricht manchmal. Ich erkläre es kurz. Einer ist der Anführer, muss Befehle erteilen und die anderen müssen diese befolgen. Aber nur, wenn eben, bevor jeder Befehl ausgesprochen wird, davor kommt, in meinem Fall als CEO sagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Anführer bin und nur einen Befehl erteile, wie... Lauf da und dahin, da dürft ihr eben nicht das machen. Ich muss immer davor CEO sagt sagen. Genau, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Das ist mein Format gewesen. Das macht Rebi zum Beispiel mit seiner Community, bloß halt eben in Fortnite. Rebi sagt einmal von links nach rechts aus meiner Perspektive durchzählen und dabei aufstehen. Und los. Ja, gut. Der Ritter hat es auf jeden Fall nicht geblickt. Du bist damit schon mal raus, Kollege. Rebi sagt... Alle mitkommen. Baby sagt, Digga, was ist denn da los gewesen? Diese Facecam und sowas komplett lost, also komm. Digga. Tanzt die andere Parkour an. Das war damals Content.
Das war schön. Habe ich gesagt, Revi sagt, ich glaube nicht. Revi sagt, alle stehen bleiben in der Reihe. Schwarzer Ritter. Kann es sein, dass meine Stimme sich auch geändert hat über die Zeit? Kann das sein? Ist meine Stimme irgendwie anders? Er führt jetzt die Reihe an und los. Okay. Okay, kleines Wettrennen. Ist die tiefer geworden? Nee. Zuletzt hier auf dem Ding, es wird erschossen. Und ja, nee, nee, ja, vom Schreien. Bisschen auf Diktator angelehnt, ja, Bro. tiefer geworden. Imagine, meine Stimme wird einfach immer tiefer. Und irgendwann rede ich so wie Tadel. Los. Das ist unglaublich. Ja, okay, wir haben den Contest verstanden, CEO. So eine Art von Videos, die unterhalten mich dann doch wieder. Und dafür gibt's einen Daumen hoch. Doch was passiert, wenn nicht gezockt wird? Nun, dann folgt der Real-Life-Content. Allerdings bin ich nicht empfänglich. Auf die Wiesen. Und ihr seht vielleicht, dass Palle mir eben Strümpfe geliehen hat. Oida, was sind denn dies für Zucker? Die vielleicht nicht hundertprozentig zu meinem Outfit passen. Ja, okay, aber fest schaust du jetzt aus. Du gefällst mir richtig gut jetzt. Aber ach du Scheiße, Digga, diese Frisur. Verkunst du Abordeschrien? Ach du Scheiße, Freunde. Was war denn das jetzt? Ich krieg's nicht hin, Alter. Ich lass einfach sein. Ja, das ist besser. Und ich sehe, wie viele Menschen hier sind und wie unglaublich ach, laut es ist. Hat's ein bisschen Bro. Was vom Kölner Kahn? Also diese Frisur war ja oberlost, Junge. Weil? Junge. Auch diese verfickte Ray-Ban-Brille, Digga. Also vergleichst du gerade die Wiesen in Minger mit eurem komischen Fasching in Köln? Will sie jetzt nicht vergleichen, um Gottes Willen, bevor ich jetzt hier Anfeindungen halte. Uli, das war so was Scheiße knapp. Okay, also ich würde jetzt, wenn mein Streamdeck funktioniert, auf mein Gesicht ranzoomen und komisch gucken, aber Dicking, nimm einfach eins aus dem anderen Video. Das restliche Video ist dann eher ruhiger, wird gefressen und ein bisschen rumgelaufen. Ist auch krass, dass sie so rumlaufen können, ohne dauernd erkannt zu werden. Also ich glaube, wir wurden die ganze Zeit erkannt, aber wir haben es halt rausgeschnitten. In München schaut man einfach nicht so viel YouTube wie es in Köln. Allerdings ist mir eine Sache aufgefallen, die mich dann doch ein bisschen irritiert hat. Warum trinkt es denn jetzt Kopier? Hä? Palle, Revi, das nächste Mal einfach Bescheid geben, dann machen wir uns einen gemütlichen Abend. Fang du, Palu! Wir haben uns fett einen reingesoffen, Junge, what the fuck? Wir haben uns fett einen reingeorgelt, Alter. Du bist als Münchner, komm schon, jetzt meld dich bei mir mal. So, dann ist es wieder soweit, dann kommen wir jetzt zur Erkenntnis. Und okay. Die Erkenntnis ist dieses Mal, was können wir von Revi lernen? Nichts, wirklich gar nichts, also er macht halt einfach sein Ding, was Schönes. Er wird gerne mal ein bisschen frecher, aber nie an der Grenze, dass es ernsthaft beleidigend wird. Digga. Als wäre ich niemals ernsthaft beleidigen. Hast du mal eine Among Us-Runde von mir geguckt? Das ist einfach rundum ein solider Kanal. Was ich echt krass finde, ist, dass wirklich 1 bis 2 Videos pro Tag kommen. Das ist ganz schön viel, also das könnte ich nicht. Gut, ich arbeite auch nebenbei noch. Ja, aber danke für die Unterhaltung, Revi. Mach weiter so. Sollte. Ja, so viel dazu. Das wollten wir eigentlich gar nicht gucken. Wir wollten eigentlich schauen, gute YouTuber, die eigentlich Dreck am Stecken haben. Das hat mich interessiert. Das will ich jetzt mal wissen, was da los ist, Leute. Das war ein gutes Video, CEO. Kuss.